Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Aufgebraucht-Video. Ich habe vergessen, im letzten Video zu sagen, woher mein Schmuck ist. Vielleicht habt ihr das Video schon gesehen. Da zeige ich eine mega coole Goodie-Bag von Cosmetic Express, die ich gratis dazu bekommen habe, und gebe euch da einen Tipp, genau. Und das ist der Schmuck von Mein Punkt, den ich bestellt habe. Da habe ich meine Kette, die liebe ich. Das ist goldplattiert mit diesen kleinen Blättchen, die finde ich mega gut. Und neu habe ich hier diese Ohrringe. Das sind so schöne Ringe, die sind so gedreht. Super schlicht, aber total schön, und die kosten auch gar nicht viel. Und dann habe ich mir jetzt passend zur Kette, weil die mir so unfassbar gut gefällt, dieses Armband hier dazu bestellt. Finde ich auch super angenehm zu tragen, kann man gut alleine auch zumachen. Super schön. Da wisst ihr ja, habe ich einen Rabattcode für euch, da könnt ihr die Versandkosten sparen. Rosa87 heißt der. Werde ich auf jeden Fall nochmal in die Infobox setzen. Und da gibt es auch immer richtig coole Aktionen, wo ihr sparen könnt mit Prozenten, und ihr könnt die Rabattcodes kombinieren. Genau, so viel dazu, weil ich werde da öfter gefragt wegen meinem Schmuck, und ich habe es jetzt im letzten Video vergessen, werde es aber trotzdem nochmal unten reinsetzen. Genau. Und habe auch ein Video gemacht, wo ich die Sachen auspacke. Da dürft ihr auch gerne noch reinschauen. Werde ich euch am Ende verlinken. Jetzt kommen wir zum Aufgebraucht. Ich habe nicht so wahnsinnig viel diesen Monat, weil, keine Ahnung, mir ging es nicht so gut. Weiß ich nicht. Ich habe mich da nicht so danach gefühlt, irgendwie großartig was zu machen in dem Bereich, weil ich weiß nicht, was aktuell so los ist in der Welt. Das hat mich belastet, das belastet mich natürlich immer noch, und man macht sich so seine Gedanken. Und ja, auch wenn ihr mich in den Videos hier immer natürlich fröhlich und so seht, das möchte ich auch, weil ihr sollt euch die Videos ja auch anschauen, um euch selbst auch ein bisschen abzulenken, um euch gute Laune zu machen und ja, den Tag natürlich auch so verschönern. Aber auch, ich bin ein Mensch und mir geht's auch nicht immer gut. Nichtsdestotrotz bin ich eigentlich schon damit zufrieden, was ich hier geschafft habe, und ich werde auch alles am Ende wieder zählen, und dann bekommt ihr ein kleines Update zu meinem Projekt, Project Empty im Bereich Pflege. Ich habe hier auch echt viel dekorativ leer bekommen. Das werde ich natürlich nochmal mit reinnehmen in das andere, in das Project Empty Video, und das ist ja jetzt der zweite Monat. Und genau, es geht dann nur noch bis April und dann ist das Projekt zu Ende. Ich weiß schon, dass ich nicht alles schaffen werde, aber ich habe schon gut geschafft. Und heute ist der 16. oder? Ja, der 16. März, Leute, ich bin so durch aktuell. Ich muss auch immer ständig gucken, was ist heute für ein Tag und so. Irgendwie bin ich total verwirrt. Und ja, ich werde auch heute schon das Project Empty abdrehen, obwohl ich das ja immer bis zum 17. mache mit den dekorativen Kosmetikprodukten. Aber wegen einem Tag wird da jetzt nicht mehr viel passieren. Ja, okay, also es geht los. Oh mein Gott, Leute, so viel gequatscht. Aber ich werde auf jeden Fall wieder Timesteps einfügen. Habt ihr vielleicht auch schon gemerkt, wenn nicht, wäre es jetzt zu spät. Okay, zuerst mal hat die Kleine aufgebraucht. Hier, ne, wir hatten ja Corona im Haus und die Kleine war betroffen. Hat sie aber gut weggesteckt. Sie hat das gar nicht groß gemerkt. Hätte mein Mann da auch nicht einen positiven Test gehabt von der Arbeit, hätten wir es wahrscheinlich gar nicht mitbekommen. Weil der Kleinen ging es gut. Sie hatte nicht viel. Sie hat ein bisschen Schnupfen gehabt, aber das ist halt normal bei Kindern. Aber da es meinem Mann halt nicht so gut ging und er dann Test auf jeden Fall gemacht hat und der dann positiv war, sind wir direkt alle zum Testzentrum. Und mein Gott, Leute, wir waren bei einem Testzentrum. Ich komme da nicht drauf klar. Und wir waren alle negativ. Mein Mann hatte positive Ergebnisse selbst getestet. Sind wir zur Teststation, alle negativ. Ich dachte, das kann doch nicht sein. Er hatte selbst getestet, positiv, zweimal, hatte Symptome. Die Kleine hatte halt Schnupfen. Dann dachte ich, komm, es kann auch ein Symptom sein. Ich hatte nichts, aber trotzdem alle negativ, das kann doch nicht sein. Dann sind wir nochmal woanders hin, weil ich gesagt habe, nee, also das möchte ich jetzt schon ganz genau wissen, sonst läuft man hier durch die Gegend und hat ein verschleppter Corona, also nee. Und dann waren wir noch in einer anderen Teststation, und dann
war die Kleine direkt positiv, mein Mann auch mit PCR. Und ich war da noch negativ. Und ich weiß nicht, also ich habe auch nicht, ich, wir haben uns zu Hause, also ich habe mich zu Hause dann auch währenddessen, wir in Quarantäne waren, noch zweimal getestet und hatte nichts. Ja, keine Ahnung. Und ja, also da, oh, da war ich so geschockt, ne? Verrückt. Ja. Okay, jetzt habe ich noch mehr geschwätzt und immer noch keine Produkte gezeigt. So, auf jeden Fall hat sie das hier aufgebraucht. Das ist normalerweise nicht das, was ich so kaufe bei DM, dieses Recycling-Ding. Aber es gab nichts anderes. Sie hat nichts anderes. Sie war jetzt auch nicht so mega begeistert davon. Das ist ein bisschen grün. Das hat das Desaster dann gemildert. Die sind schon rau, ne? Aber ich hatte nichts anderes. Ich habe jetzt wieder andere bekommen bei Rossmann. Aber ja, was soll ich denn machen, ne? Ja, ist jetzt kein Produkt, was ich jetzt noch mal kaufen würde, außer es gibt nichts anderes. Dann habe ich aufgebraucht ein Shampoo und nicht ganz aufgebraucht. Den Rest habe ich umgefüllt bei der Kleinen in so eine Flasche, wo nicht so viel rauskommt, weil sie macht ja gerne, ne, drückt gerne alles raus. Und haben wir so eine Flasche, wo man eben nicht so doll alles viel rausdrücken kann. Da habe ich den Rest rein, weil ich jetzt davon irgendwie immer Schuppen bekommen habe. Aber weiß ich nicht, hatte das schon öfter, das Shampoo, und mir hat es auch gut gefallen. Das hat gut gerochen. Ich finde das eigentlich schön. Ja, es sieht vermutlich ein bisschen gruselig aus für den einen oder anderen. Ich finde es irgendwie schön. Und ja, aber ich habe es jetzt gegen Ende, habe ich immer Schuppen bekommen. Deswegen habe ich jetzt ja zu Pomelo gewechselt und habe auch noch ein paar andere Sachen, die ich teste nebenbei. Genau. Also es liegt nicht an mir, es lag am Shampoo. Genau, aufgebraucht. Dann, also die Kleine wollte das. Ich habe gesagt, oh, das ist nichts für mich, das schmeiße ich weg, das muss ich aussortieren. Und dann war sie total entsetzt. Nein, bitte. Und das ist ja lila innen drin, das riecht so gut. Sie will es ausprobieren. Da habe ich gesagt, gut, komm, dann probierst du es aus. Aber wenn es bei dir auch nichts ist, dann machen wir es sofort weg. Weil ich wollte jetzt auch nicht rumdiskutieren. Das soll sie es einmal ausprobieren und dann sieht sie selbst, ob es was ist oder nicht. Vielleicht ist es ja auch was. Dann aufgebraucht diese Micellen-Augenpads hier von Balea. Und zwar sind die ölfrei und da muss ich sagen, die fand ich nicht gut. Es gibt noch eine andere Variante mit Öl. Die sind echt nicht schlecht, aber die hier waren scheiße. Die waren nicht gut. Ja, sind jetzt halt leer, Gott sei Dank, aber bringen gar nichts. Entfernen nicht so gut Make-up. Also, nee. Wirklich nicht. Kann man sich sparen. Dann hat mir meine Freundin mitgeschickt in einem Paket so ein Beauty-Shot. Habe ich mir gleich mal reingekippt. Cosart Beauty-Shot mit Kollagen, Hyaluronsäure. Was soll ich sagen? Weiß ich nicht. Ich habe es mir halt hinten reingekippt, ne? Hier, hau weg. Es hat nicht schlecht geschmeckt, aber kann ich halt nicht sagen, ob das jetzt so unbedingt was gebracht hat. Weiß ich nicht. Dann ein Serum aufgebraucht und das hat mir gut gefallen. Und zwar von der My Little Box, My Little Beauty Pretty Drops Serum. 15 Milliliter waren das. Das war eher so ein leichtes, sehr flüssiges Serum. Hat mir aber gut gefallen, hat schön erfrischt. Ist jetzt leer. Fand ich schön. Dann habe ich Body Lotion aufgebraucht. Nur eine? Nee, zwei. Ja, ich habe ja geguckt wegen meinem Projekt und ich habe jetzt auch eine, die ist auch, ja gut, was heißt fast leer, es ist schon noch so viel drin und die, ich weiß nicht, gefühlt geht die einfach nicht leer. Ich mache immer, irgendwie, es sieht immer gleich aus, immer gleich viel drin. Oh, keine Ahnung. Ich komme ja da immer vor, oh, kennt ihr das Märchen, ne? Leute, jetzt aber, ne? Ich erzähle hier wieder vom Pferd, es gibt, wenn euch das nicht interessiert. Ich habe mal so ein Märchen geguckt, ne? Und da war eine irgendwie im Keller eingesperrt und die musste immer irgendwas arbeiten. Ich weiß aber nicht mehr was. Nähen vielleicht oder putzen? Ich weiß es nicht mehr. Und der Typ, der sie da eingesperrt hat, das ist ja immer so im Märchen, ne? Einer ist ja immer der Böse. Und der hat ihr immer so ein Brot gegeben und in dem Brot war so eine Münze, eine Goldmünze. Die war irgendwie verzaubert und die hat gemacht, dass das Brot halt nie leer wird. Und irgendwie, ich komme mir dann so vor, als ob in der Bodylotion diese Münze drin wäre. Es geht einfach niemals leer.
Egal, daran muss ich dann immer denken. Um noch zu erzählen, wie das Märchen zu Ende geht, damit ihr es vielleicht nicht googeln müsst, könnt ihr aber gerne machen, ist ein schönes Märchen. Irgendwann ist es ihr egal, sie hat so einen Hunger und isst das ganze Brot leer. Genau, sie darf es nämlich nie ganz leer essen, sonst erneuert sich es nicht. Und da ist es ihr egal und sie isst das dann alles leer, findet die Goldmünze und kommt dann irgendwie frei. So, keine Ahnung, ne? Ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, als ich es geguckt habe. Genau, ich weiß auch nicht, wie es Märchen heißt. Vielleicht weiß es ja einer von euch. Auf jeden Fall habe ich Bodylotion aufgebraucht, Leute. Ich erzähle heute was. Bodycare Hydro Boost von Dalton Cosmetics hat mir sehr gut gefallen, war wirklich schön, ist schön eingezogen, hat gut gepflegt, also die kann ich empfehlen, hat mir wirklich gut gefallen, schönes Produkt, kostet aber bestimmt auch nicht wenig. Und dann habe ich aufgebraucht von Ahava diese Mineral Body Lotion, hat ja so nach, wie heißt es, aquatisch gerochen. Seakist hieß die, 40 Milliliter waren da drin und da war drin 50 Milliliter. Hat mir auch gut gefallen, hat gut gerochen, hat auch schön gepflegt, war auch ein schönes Produkt auf jeden Fall. Dann eine Spülung leer gegangen, Glanzhaarspülung von Santa Naturkosmetik, Bio-Birkenblatt und Provitamin B5. Hat mir auch sehr gut gefallen, muss ich sagen, war schön. 150 Milliliter, hat echt lange gehalten. Und irgendwas ist hier ausgelaufen. Kann ich empfehlen. Ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber war auf jeden Fall ein schönes Produkt. Ganz, ganz toll. Ich weiß gar nicht, ob ich noch Spülung in meinem Projekt aufbrauchen muss. Ich stelle es mal zur Seite. Dann ein Duschgel leer gegangen von Isana. Cremedusche mit weihnachtlichem Duft. Ja, das hat so nach Keksen gerochen und hier hängt ein Haar dran. Sorry. Verpackung schön, das hat halt nach Spekulatius hat's gerochen, würde ich sagen. Ja, mega gut. Oder so nach diesen, nein, das hat gerochen nach diesen Lotus-Karamellkeksen. Danach hat's gerochen, finde ich jedenfalls. Hat mir richtig gut gefallen. Ja, war schön. Ja, geht auch immer, ist jetzt nicht unbedingt weihnachtlich. Das war schön. Und dann zeige ich euch mal zwischendurch ein paar Masken vielleicht. Da habe ich gemacht Beauty Therapy Folientuchmaske von Balea. Ja, war schön. Hat mir gefallen. Dann gemacht, die fand ich so ein bisschen, von Schäbens. Hydrogelmaske Anti-Age Booster. Hat gut gepasst, aber die war so rutschig. Oh, die musste man dauernd schieben. Das war so eine zweigeteilte. Da habe ich normalerweise kein Problem mit, aber die hier war echt irgendwie schwierig. Ne? Würde ich mir nicht nachkaufen. Dann von Action die hier gemacht mit Pfirsich. Die war echt schön, hat mir gut gefallen. Ich glaube, die gibt es auch noch. Dann mega gut war die hier. So eine koreanische, die habe ich bei TK Maxx mal gekauft, von Esfolio. Die war echt mega schön. Das war so ein 10er-Pack und ich habe noch ein paar Masken, jetzt nicht mit der. Aber andere Varianten halt einfach. War echt mega gut. Dann, die habe ich mitgebracht bekommen aus Taiwan. Die war auch schön. Ich glaube, dass ich die noch einmal da habe. Ich bin mir aber gerade nicht so sicher. Die war echt auch mega schön. Dr. Morita hat schön Feuchtigkeit gespendet. Hat mir gut gefallen. Ich mache einfach mal weiter mit den Masken. Ich habe versucht, die Balea-Masken zu machen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Nee, ich glaube, ich habe jetzt auch keinen mehr. Vielleicht ein oder zwei. Aber ich bin mir nicht sicher. Könnte auch sein, dass ich jetzt alle aufgebraucht habe. Die hier habe ich gemacht. Die hat mir gut gefallen. Das ist eben auch so eine zweigeteilte Balea straffende Hydrogel-Gesichtsmaske mit Hibiskus-Extrakt, Meereswasser und Hyaluron. Die hat mir gut gefallen. Die war auch nicht so rutschig. Also die fand ich halt gut. Aber die andere war von Schäbens, fand ich nicht gut. Die hat auch gut gerochen. War schön. Dann die liebe ich hier von Action. Ich habe auch zwei neue von dieser Variante, nur mit anderen. Ja, seht selbst. Also das hier ist diese von Action Donut
worry, also do not worry. Ich liebe ja so Wortspiele, ne? Ja, wie so ein, die ist auch so bedruckt, wie so ein Donut. Oh, liebe ich. Ich habe mir jetzt mit, ich glaube, mit Eis und mit Keksen noch geholt. Ich mag die. Und dann habe ich noch die hier gemacht. Die habe ich, glaube ich, auch noch mal da. Oder war das die letzte? Ich weiß es nicht mehr. Aber ich mag die Lollipop. Diese von Action mag ich am meisten. Beziehungsweise die hier, aber mit Blaubeere. Und ich wollte mir die auch nachkaufen, weil ich habe die nur noch ein- oder zweimal da mit Blaubeere, aber habe ich nicht gefunden. Egal. Ja, da habe ich jetzt halt mit Granatapfel. Die hat mir auch gut gefallen, aber mit Blaubeere ist mein Favorit. Dann, was gibt es noch? Habe ich noch eine Maske? Ja, die war auch nicht schlecht. Von Action. Pre-Party Prep Face Sheet Mask. Die war auch schön. Hat mir auch gut gefallen. Habe ich noch? Ja, okay. Ich habe noch eine von, die war von Isana, ne? Ja, Isana. Nochmal Isana. Ich gucke durch. Nochmal. Ich glaube, das war's dann. Die habe ich ja in einem Video vor ein paar Tagen mit euch getestet. Schaut da bitte gerne noch rein. Die war mega gut, aber schaut's euch mal an. Dann die hier gemacht, die hat mir auch richtig gut gefallen. Berry Dream war limitiert. Ich glaube, die gibt es nicht mehr. Habe ich die in einem Video getestet? Bin mir gerade nicht mehr sicher. War auch schön. Ja, und dann die hier gemacht. Die fand ich leider nicht gut. Ich hatte die zweimal da, habe die andere meiner Freundin ins Päckchen mit reingemacht. Habe sie gefragt, ob sie die haben möchte. Oh, mir hat die nicht gefallen. Das Tuch war so dick, die hat nicht gehalten. Oh, die war... Oh, die war Mist, ne? Leider. Weil sie sieht ja schön aus, ne? Dann hat die Kleine aufgebraucht, feuchtes Toilettenpapier hier von Coquette. Ich mag den Duft überhaupt nicht. Shea Butter. Aber ihr ist es egal, ist ja jetzt auch nur feuchtes Toilettenpapier. Aber, boah, ich finde das... Ja, ich habe jetzt noch andere da. Naja, gut. Dann Wattepads aufgebraucht, hat jetzt schon lange nicht mehr. Ebelin 140 Wattepads. Ja, was soll ich dazu sagen? Ich mag die, ich finde die gut. Ja. Dann Fußmasken. Nein, eine. Nur eine Fußmaske. Habe ich nur eine Fußmaske gemacht? Was ist los mit mir? Nee, ich habe noch eine gemacht, aber es war so ein Doppelsachet und ich habe nur die eine Seite gemacht. Deswegen ist jetzt halt noch nicht im Video mit drin. Eine Fußmaske gemacht von Action. Die habe ich auch noch ein paar Mal da. Ich mag die extrem gerne. Ich mag auch die mit Kokos gerne, aber die gibt es aktuell nicht. Aber die ist auch schön. Und ab und zu mal gönne ich mir die nach dem Baden, dann wirkt es auch gut. Finde ich schön. Dann, was habe ich noch? Oh, eine Probe habe ich gemacht. Das fand ich auch schön von Lancaster. So ein Serum war das. Renewal Serum. Drei Tropfen, blablabla. Ah, hier. Serum zur Reaktivierung der Jugendlichkeit. Ja, morgens und abends drei Tropfen unter ihrer normalen Lancaster-Creme. Ja, die habe ich jetzt nicht. Aber das Serum hat mir gut gefallen, war schön, kann ich empfehlen, aber kostet wahrscheinlich einen Haufen Geld. Mache ich hier runter, weil das kommt nicht in mein Projekt, obwohl es auch ein Serum ist, aber es ist nur eine Probe. Dann habe ich geschafft, eine Augencreme. Da muss ich sagen, habe ich ein bisschen geschummelt, dass ich mein Projekt schaffe mit der Augencreme. Da habe ich halt diese kleine Größe hier genommen, 3 Milliliter. Kann man ja trotzdem wahnsinnig oft verwenden. Aber es sind eben nur 3 Milliliter von Lirac. Mega gut, Leute. Also die kann ich absolut empfehlen, wenn ihr da was sucht. Schaut euch die mal an, die ist so geil. Die hat eine schöne Konsistenz, die hat wirklich was gemacht, die hat gut gepflegt. Also die war richtig, richtig toll. Ganz schön. Und ich habe noch aktuell gerade in Verwendung die hier, die finde ich auch mega gut. Von Lovely, Paola Maria, aber die gibt es nicht mehr. Die ist auch mega gut. Und dann habe ich noch von Essence, die ist auch schon total abgekrabbelt, ne? Von Essence Coffee to Glow. Da sind halt 10 Milliliter drin, habe ich jetzt bis hierhin aufgebraucht. Da dachte ich, das schaffe ich nicht mehr und ich wollte das gerne eben schaffen. Ja, aber ich bin weiterhin dabei. Dann
gebadet. Ich habe gebadet, die Kleine hat gebadet. Das werde ich sortieren, weil wegen Projekt. Die Kleine hat aufgebraucht. Das hier, da sind, glaube ich, wie viele sind da drin? 5 so Badeperlen in Herzform. Ja, war schön. Hat ihr gefallen. Aber machen nicht wahnsinnig viel. Dann hat sie 2-mal gebadet. Einmal mit dem hier, weil da ein Löwe drauf war, wegen König der Löwen. Und wegen Narnia ist sehr angesagt, gerade Löwen. Deswegen hat sie sich das ausgesucht. Hat mega gut gerochen. Ich habe das auch letztens noch gesehen bei Rossmann, obwohl ich es damals im Ausverkauf gekauft habe. Aber scheint es irgendwie doch noch zu geben. Keine Ahnung. Und dann, das habt ihr vielleicht gesehen in meinem Rossmann-Haul, schaut gerne noch rein. Das dürften einige verpasst haben. Schaut gerne noch rein. Da habe ich nämlich das hier gekauft im Sale. Ich glaube, es hat noch 50 Cent gekostet. Und da hat sie sich wahnsinnig drauf gefreut. Cozy Love. Das sieht so süß aus. Und das ist auch das, was hier alles voll schmiert. Ja. Aromaschaumbad, gebrannte Mandeln und Karamell. Ja, so hat es auch tatsächlich gerochen. Ich habe das auch noch mal da. Ich mag den Karamellduft irgendwie nicht. Deswegen darf sie gerne noch die andere Variante auch noch aufbrauchen. Ich habe das ja 2-mal gekauft. Es hat schon nicht schlecht gerochen, aber das wäre jetzt nicht so der Duft, den ich gerne hätte, wenn ich in die Badewanne gehe. Ja, also jetzt speziell der. Aber ihr hat es gefallen natürlich. Genau. Und ich habe benutzt halt 1 nur, weiß ich nicht. Ich habe, weil wegen Corona und so, und wir haben nur ein Badezimmer und ist das halt schwierig, weil wir haben dann immer so viel gelüftet, wenn jemand drin war und irgendwie gefühlt ist ständig jemand auf Klo. Und dann war es mir irgendwie unter anderem zu kalt und dann dachte ich, nee, dann sitze ich jetzt gerade in der Badewanne, da muss vielleicht jemand rein, der Corona hat. Und deswegen habe ich halt nicht gebadet, ne? Also nur einmal jetzt, als wir jetzt wieder Corona-frei hier waren. Und genau, habe ich mir das gegönnt. Das war richtig schön, hat super schön ausgesehen und hat auch sehr gut gerochen. War toll. Midnight Beauty, Lotus, Sandelholz und Lavendel. Ja, war schön. Dann habe ich Augenpads gemacht. Leute, wenn ihr jetzt zum ersten Mal das Video schaut, dann wisst ihr es nicht. Aber wenn ihr mich schon ein bisschen länger verfolgt, dann wisst ihr, ich liebe Augenpads. Aber ihr seht es anhand der Anzahl, was ich auch hier aufgebraucht habe, dass mir nicht so gut ging. Ich habe fast nichts aufgebraucht an Augenmasken. Die hier, die habe ich in einem Video gemacht, habe ich getestet. Schaut da auch gerne mal noch rein. Glowy Glass Skin Routine heißt das Video. Da habe ich die ausprobiert, fand ich schön. Dann auch mit der anderen Maske im Video vor ein paar Tagen gerade. Ich glaube, war das gestern? Keine Ahnung. Ja, getestet. Ja, schaut gerne mal noch rein. Fand die so lala. Und dann habe ich gemacht 3-mal meine geliebten Gurken-Augenpads von Action. Ich liebe die, habe ich auch noch ganz viele da. Und dann die hier gemacht, habe ich die in einem Video gemacht? Ich glaube nicht, bin mir gerade nicht sicher. Ticket for a Break von Essence, die fand ich auch schön. Genau, und das war's. Mehr Augenpads habe ich tatsächlich nicht gemacht. Ich habe noch einen Tiegel. Da habe ich 2-mal, glaube ich, oder 3-mal was gemacht und das war's innerhalb von einem Monat. Ja, naja, gut. Aufgebraucht eine Handcreme, meine allerliebste Handcreme und ich verwende ja nur die, habe ich auch aufgeschnitten. Stokolan Classic, ich liebe die, ich finde die mega gut. Ich habe immer nur die, ich verwende nur die, schon seit gefühlt 100.000 Jahren. Kann ich euch auch mal verlinken. Ich finde die richtig gut. Die zieht schnell ein, die pflegt gut, die hat keinen Duft. Die ist schön dick, die macht keine quietschigen Hände. Das hasse ich, da bin ich echt dann auch weg, ne? Die zieht ein, die pflegt gut. Ich liebe diese Handcreme. Dann ein Peeling leer gegangen von Ritual of Ayurveda. Ein Salzpeeling. Ich mag ja lieber Zuckerpeelings, aber weil ich halt öfter, ne, ich habe ja
Rheuma, Psoriasis und mit Rheuma. Und da habe ich öfter hier halt ne, offene Stellen, offene Hände und so. Und dann Salz ist, ne, tut gut, nicht. Und deswegen, ja, aber es hat richtig gut gepflegt, es hat gut gerochen. Oh, das hat so, weiß ich nicht, das hatte so einen Duft, der hat dann auch irgendwie in der Dusche dann die ganze Dusche ausgefüllt, war so wie so ein Bad zum Inhalieren dann. Und das hat so richtig, mich so richtig irgendwie geerdet, hat mich wieder so ein bisschen runtergeholt, hat mich entspannt. Ich konnte durchatmen, konnte mal kurz einen Moment abschalten und die Sorgen so ein bisschen vergessen. Und das kann ich sehr empfehlen. Ein ganz, ganz tolles Peeling. Der Duft ist so, so toll. Mega. Also, wenn ich das irgendwie nochmal bekommen könnte, wäre ich echt nicht traurig, ne? Also, das war so toll. Dann eine Fußcreme aufgebraucht von Rituals. The Ritual of Karma ist ja eigentlich meine liebste Reihe. Und das waren 75 Milliliter. Die hatte ich schon seit Sommer offen. Die kühlt nämlich die Füße auch so ein bisschen. Ist jetzt leer, war aber schön. Dann eine Haarmaske von Pomelo. Und ich liebe die. Hab noch ein paar Stück davon da. Hab jetzt aber auch meiner Freundin eine mit rein ins Paket. Vanilla Boost Repairing Hair Treatment. Das mache ich so einmal in der Woche. Ich liebe die Haarmasken. Und ich habe auch ein Video dazu zu meiner Haarroutine gedreht. Schaut da auch gerne mal noch rein. Da habe ich auch einen Rabattcode. Ich gucke mal, ob ich den einfach vielleicht auch in die Infobox setze. Wenn ich den vergesse, erinnert mich dran, wenn es euch interessiert. Kann sein, dass ich das vergesse, wenn ich es hochlade. Ja, sehr, sehr, sehr gut die Produkte. Kann ich wirklich empfehlen. Ich merke da einen totalen Unterschied. Dann eine Maske, so eine Tube. Ja, Tuben habe ich jetzt quasi schon erfüllt in meinem Projekt. Aber ich würde es vielleicht einfach als eine Crememaske mit dazu zählen. Die habe ich aber, ich glaube, zweimal angewendet von Fyris beim Adventskalender. Hat mir gut gefallen. 10 Milliliter waren drin, also zwei Anwendungen. Aber ich werde es einfach als eine Crememaske zählen, damit es nicht ja, ganz verschwendet vom Projekt her ist. Ne? War schön, hat mir gut gefallen, die kleine Tube. Dann noch eine Haarmaske, die hatte ich schon öfter aus Boxen halt von Matt Maski. Ich finde die toll, gefällt mir richtig gut. Sculpt Treatment, ja 75 Milliliter, die gefällt mir. Und dann noch eine Creme und das zähle ich als ein Produkt, weil ich habe es euch, glaube ich, schon in einem anderen Video gezeigt. Ich habe eine Creme aussortiert und zwar von Cetaphil. Was glaube ich? Ich blende es euch mal ein. Ich habe die Bilder aufbewahrt. Die hatte ich schon zur Hälfte aufgebraucht und ich habe die nicht vertragen. Ich habe davon immer Pickel bekommen und ich habe meine Mutter gefragt, ob sie den Rest noch aufbrauchen möchte, weil es ist noch halb voll und habe dann auch noch die Nachtcreme dazu gehabt. Die kriegt sie dann auch. Die ist noch voll. Ja, weil ich kriege davon Pickel. Ich habe es nicht vertragen. Das Serum habe ich sehr gut vertragen, aber die Creme halt einfach nicht. Und deswegen, die war halt schon halb aufgebraucht. Aber jetzt nur, damit ich das Projekt quasi schaffe, wollte ich nicht dann ständig irgendwie Pickel oder Unterlagerungen haben. Deswegen habe ich die aussortiert und habe dann gesagt, komm, ich nehme die hier noch mit dazu. Das sind 7 Milliliter, brauche die auf. Und dann zähle ich das als eine Creme. Mit der Hälfte von der anderen halt noch. Genau. Ja. Und dann habe ich noch aufgebraucht von Hello Body dieses Gesichtsreinigungsprodukt Daily Face Cleansing Gel. Ja, war okay, aber weiß ich nicht. Bräuchte ich jetzt nicht unbedingt. Also war nicht schlecht, ja. Aber war jetzt auch nicht besser als irgendein anderes Produkt, was jetzt nicht so viel kostet. Ja, genau. Und dann habe ich noch Ampullen gemacht. Ich wollte ja 15 Ampullen schaffen. Das heißt, ich hätte pro... Sorry, es raschelt. Pro Monat dann quasi 5 Stück, damit ich das dann gut aufgeteilt geschafft bekomme. Ich habe jetzt diesen Monat halt nur 4. Trotzdem bin ich darüber froh. Ne? Ich habe es ja schon gesagt. Mein Akku ist gleich leer. Oha, Leute, ständig fällt mir hier eine runter. Geht's noch? So, jetzt aber.
von Barbour die Ampulle hier gemacht, ne? Hydra Plus finde ich sehr, sehr gut. Kann man jetzt halt nicht mehr viel erkennen. Gott. Dann 3 Stück von Isana. Einmal Konzentrat Shia. Fand ich auch gut. Aber man merkt halt, dass es einfach nur günstigere ist im Vergleich zu der von Barbour, ne? Dann die hier, oh, die finde ich so gut. Die Duo Hyaluron Wasserminze, weil die so wahnsinnig gut riecht. Ich weiß nicht, ob es die noch gibt, aber die ist mega geil. Die riecht so toll. Und dann, davon habe ich noch etliche Scheineffekt. Die waren nämlich mal im Sale, habe ich mir 2 Packungen gekauft. Ich glaube, das waren dann 12 Ampullen oder so. Scheineffekt, mir auch gut gefallen. Ja, machen aber nicht wahnsinnig viel. Und, oh Leute, wie lang ist das Video jetzt wieder? Aber ich habe auch super viel gequatscht am Anfang. Es wird Zeit, dass das Video beendet ist, weil mir irgendwie alles hinfällt. Kommen wir noch zu den dekorativen Kosmetikprodukten. Nicht im Projekt war unter anderem das hier. Aber das ist jetzt aufgebraucht. Ja, ich habe noch davon, das ist ein Fixing Spray von Catrice in der Variante Cotton. Ich habe davon noch ein paar Flaschen, also jetzt nicht von dem, sondern mit anderen Düften, glaube ich. Bin mir nicht sicher, ob ich noch Cotton einmal da habe. Ich habe auf jeden Fall, ich glaube, noch 4 Flaschen oder so. Das sind so Glasflaschen. Ich weiß noch nicht, welche Varianten davon. Ich glaube, eine habe ich auch doppelt. Weiß nicht mehr. Ich fand es nicht schlecht, aber das war mir irgendwie ein bisschen zu parfümiert, um mir das jetzt ins ganze Gesicht. Irgendwie, da bin ich kein Fan mehr. Es könnte auch sein, dass ich die anderen Flaschen aussortiere, die ich noch habe von den Fixing Sprays. Schaut gerne mal auf meinem Instagram-Sale-Account vorbei. Genau, da poste ich Sachen, die ich aussortiere und verkaufe die dann ganz günstig. Weiß ich nicht, bin davon irgendwie nicht mehr so ein Fan. Das riecht zwar gut, aber mir das ins Gesicht zu sprühen, irgendwie ist mir zu viel. Weiß ich nicht. Mit Düften, da bin ich aktuell irgendwie schwierig, immer noch. Ja, aufgebraucht. Und fast aufgebraucht ist auch das, aber es hat es nicht mehr geschafft. Es ist nur noch eine Pfütze drin. Dann ein Parfüm leer gegangen, auch nicht im Projekt, von Larissé. Oh, ich liebe den, habe ich mir auch nachgekauft. 044 ist das. Boah, das riecht so gut, ne? Ich liebe den Duft. Das ist Dior J'adore. Mega. Ich habe es jetzt aber nicht mehr in Anwendung, weil ich will auch mal noch was anderes aufbrauchen und habe mir den nachgekauften Duft erstmal noch zur Seite gelegt für den Sommer. Ja, weil ich noch andere Sachen jetzt mal aufbrauchen möchte. Mega gut. Da habe ich auch einen Rabattcode für euch. Ich glaube, der heißt Cindy20. Bei Larissé, steht aber immer in der Infobox. Mega gut. Dann, da bin ich mir ehrlich gesagt nicht sicher, ob ich es euch schon gezeigt hatte im Aufgebraucht-Video oder ob ich es nur in meinem Project Empty gezeigt hatte. Also im Project Empty auf jeden Fall, aber ich habe so ein kleines Puder hier aufgebraucht von By Terry, beziehungsweise habe ich gepresst und gemischt mit einem anderen, ist aber auch schon wieder fast leer. Weil, ich weiß nicht, so lose Puder benutze ich nicht so, aber ich finde das richtig gut. Das hat so einen weichzeichnenden Effekt. Das ist schön, kann ich empfehlen. By Terry Hyaluron Hydra Powder. Ja, ganz süß, ne? Dann, auch aus dem Projekt, die Foundation hier von Yves Saint Laurent. Ich fand die richtig gut, aber ich weiß nicht, was für eine Nuance das ist, weil das steht da nicht dabei. All Hours Foundation, Lichtschutzfaktor 20. Also die fand ich richtig, richtig gut. Aber da ich es mir jetzt nicht nachkaufen werde, weil ich unfassbar viel da habe, ist es auch nicht wichtig, welche Farbe ich da hatte. Aber die war schön, ist leer. Juhu. Dann, der war auch im Projekt. Der Essence Concealer aufgebraucht, Sensitive, den habe ich ausgekratzt, habe den Stopper sogar rausgemacht, ist jetzt wirklich leer gekratzt. Habe ich gesagt, ich fand den gut? Nee, ich fand den am Anfang gut. Ich fand den am Anfang gut und dann nicht mehr so, weil der nicht mehr so gut für meine Haut dann war. Kann aber halt an meiner Haut liegen, weil am Anfang fand ich den gut, aber dann irgendwie war das so trocken dann unter meinem Auge. Gott, ich habe auch Hunger, ne? Dann 3 Sachen. Ein Nagellack von
Essie ist leer. Was war das für eine Farbe? Chocolate Cakes. Ja, so ein kleines Dingy hier. Hat sich jetzt noch ein bisschen was abgesetzt, aber kriege ich nicht mehr raus. 5 Milliliter waren das. Ja, aufgebraucht. Und ich habe mir heute, ich hatte einen anderen von Trend It Up drunter und der war schon so ein bisschen ab und habe ich mir einfach so einen hellen drüber lackiert. Sieht man ein bisschen, aber egal. Hatte da jetzt keine Zeit, groß noch rumzumachen mit Ablackieren. Dann war auch im Projekt Dude Hula Benefit dieser Bronzer, Creme Bronzer. 5 Milliliter, der hat unfassbar lange gehalten. Der war mega schön, kann ich absolut empfehlen. Wer so Cremeprodukte mag oder das mal ausprobieren möchte, mega, kann ich sehr empfehlen. Und ich glaube, dass die Post gleich kommt. Und auch aus dem Projekt dieser Eyeliner hier, P2 Perfect Look Kajal. Cinnamon 310, gibt es ja nicht mehr, aufgebraucht, ja, war eben, wie man schon sehen kann, so eine Farbe, hat mir gut gefallen, ist leer. Genau, und dann mache ich mal kurz die Kamera aus, damit mein Akku noch hält, zähle das alles durch und sage euch das Endergebnis vom Produkt, vom Project Empty, von den Produkten im Bereich Pflege. Okay, ich habe jetzt hier die Zusammenfassung, habe ich mir jetzt hier mit einer anderen Farbe notiert. Ich wollte ja aufbrauchen 2x Gesichtscreme. Da hatte ich im Februar eins geschafft, im März eins geschafft, also das habe ich jetzt. Dann 2x Bodylotion, habe ich 2 aufgebraucht, das habe ich auch geschafft. Dann 15 Ampullen wollte ich aufbrauchen, da habe ich ja jetzt 4 und habe ich insgesamt 9. Dann ein Serum, habe ich auch geschafft. 50 Tuchmasken bzw. Crememasken wollte ich aufbrauchen. Da habe ich jetzt 14. Davor hatte ich auch 14. Das heißt, insgesamt habe ich jetzt 28. Ich denke, das werde ich nicht schaffen. Aber egal. Dann einen Tiegel mit einer Maske oder eine Tube, das hatte ich schon geschafft. Ein Tiegel Augencreme habe ich jetzt geschafft. Dann wollte ich 40 Augenmasken aufbrauchen, da hatte ich letztes Mal 14 und jetzt 6 Stück, das heißt insgesamt 20, also das wird auch eher schwierig, aber gut, egal. Ne? Auf Teufel komm raus möchte ich es jetzt auch nicht. Ne? Genau, dann 2x Shampoo, das habe ich jetzt geschafft. 2x Haarmaske habe ich auch geschafft, 2x Conditioner habe ich jetzt dann auch geschafft. 2x Peeling für Körper, entweder ein Tiegel oder eine Tube. Da habe ich jetzt eine geschafft. Eine brauche ich dann noch. Könnte ich mir aber vorstellen, dass ich das noch schaffen werde. Dann ein Peeling fürs Gesicht. Ich bin dran, aber ich mache das halt nicht so oft. Das habe ich jetzt wieder, also hatte ich im Februar 0, habe ich jetzt wieder 0. Aber ich bin dran. Vielleicht schaffe ich es. Vielleicht auch nicht. Dann 4x Fußmaske, da hatte ich vorher 2, jetzt habe ich eine gemacht. Das heißt, ich habe jetzt insgesamt 3 geschafft. Eine bräuchte ich noch. Und dann habe ich 2x Tiegel aufgeschrieben für Fußmaske. Das werde ich nicht schaffen. Ich habe zwar gerade einen in Anwendung, aber irgendwie, weiß ich nicht. Das Projekt bringt mich auch nicht dazu, das unbedingt öfter zu machen. Ein bisschen, ja, aber nicht so, wie ich es mir vorgestellt hatte, aber egal. Dann 2x Fußcreme hatte ich eine, habe ich jetzt eine aufgebraucht, also das habe ich geschafft. 2x Deo hatte ich 1, jetzt 0, also 1 werde ich noch, aber mein Gott, Deo benutze ich halt, wenn ich es brauche. Dann 2x Toner oder Gesichtswasser habe ich leider letztens 0 gehabt und jetzt auch wieder 0, aber ja, werde ich eins auf jeden Fall schaffen können. Habe mir dann noch ein kleines ausgesucht, damit ich es dann eventuell schaffe. Ist ja egal, Hauptsache es wird was weniger. Und man benutzt die Produkte dann auch regelmäßig und tritt sich ein bisschen in den Arsch, dass man sich ein bisschen besser pflegt. Ne? Dann 2 Duschprodukte. Habe ich halt eins geschafft jetzt und eins brauche ich noch. Aber ja, ich dusche halt, wenn ich halt stinke. Oh Gott. Eine Augencreme, das habe ich jetzt geschafft. Es geht halt eigentlich hauptsächlich um diese Sachen, wo man eher so ein bisschen faul ist, sich zu pflegen, aber denkt, ich könnte mal, ne? So wie Augencremes. Dann 10 Badezusätze wollte ich schaffen, hatte ich letztens 8. Jetzt habe ich leider halt nur einen, das heißt, eins fehlt noch. Und jetzt war tatsächlich dann doch noch der Akku leer. Schade, ich habe es nicht ganz geschafft. Ich habe gedacht, ich schaffe es noch.
Wo war ich? 2x Reinigungstücher. Da hatte ich eins geschafft, jetzt leider halt keins. Also einmal fehlt noch. Ja, eine Handcreme habe ich geschafft. Und dann diese Abschminkpads wollte ich unbedingt leer bekommen, weil die halt so doof waren. Das habe ich jetzt geschafft. Also insgesamt bin ich da ziemlich zufrieden. Ich werde mir da mal noch so einen kleinen Zettel schreiben, was ich jetzt tatsächlich eigentlich noch schaffen muss, damit ich ein bisschen besseren Überblick hier habe. Was es jetzt eigentlich nur noch ist, an was ich da arbeite. Ja, weil es dann einfach ein kleinerer Zettel ist, das ist dann ein bisschen motivierender. Gerade ist es so hell, ne? Ja, genau. Ich bin damit eigentlich ziemlich zufrieden, was ich bisher geschafft habe. Hätte natürlich jetzt auch diesen Monat, also beziehungsweise letzten Monat, ein bisschen besser laufen können, aber mir war halt nicht danach. Ist halt so. Ja, das war's mit dem Video. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut. Tschüss.